Servus, ihr Apfel und Kerner, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr dabei seid. Der Shop hat geupdatet. Okay, fangen wir mal ganz links an. Hier haben wir den Reflex. Das ist der Skin, der für einige 100 Euro in diesem Nvidia Bundle zu haben war. Und ja, jetzt müssen sich die ganzen Leute, die damals dieses Bundle gekauft haben, richtig, richtig ärgern. Was ich auch total verstehe. Dieser Skin ist abgefahren geil und da zahlt man einige 100 Euro und jetzt kommt er für 1200 V-Bucks in den Shop. Ist eine Frechheit, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir, die dieses Bundle nicht geholt haben, dürfen uns jetzt freuen. Ja, ist halt natürlich blöd gelaufen. Ich weiß auch nicht, vielleicht haben sie auch so einen Vertrag gehabt mit Nvidia und haben dann gesagt, okay, keine Ahnung, einige Monate ist es exklusiv und danach kommt sie in den Shop. Ja, blöd, wie gesagt, blöd für diejenigen, die es geholt haben. Das Ingame dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, das habe ich auch heute Morgen hochgeladen. Dieser Skin ist richtig abgefahren, gefällt mir total. Mir gefällt die weibliche Version doch ein Ticken mehr, aber nichtsdestotrotz ist dieser Skin richtig geil, brutal. Das Backblink-Kontakteinheit ist nicht so meins. Hier haben wir Instinct, die finde ich richtig abgefahren, die gefällt mir total, mit ihr macht es auch Spaß zu spielen. Nichts an ihr stört, schaut euch das kurze Ingame an. Ich denke, ihr werdet auf jeden Fall euren Spaß damit haben, mit diesem Skin, wenn ihr ihn euch holt. Das Backbling ist auch jetzt kein Mega-Backbling, aber es ist in Ordnung. Reaktionstank heißt es, es geht ab, ja, es stört aber nicht beim Spielen und das ist mir das Wichtigste. Ja, die macht auch richtig Spaß beim Spielen, muss ich sagen, sie ist nicht laut, sie ist auch nicht zu groß, also genau richtig für mich, gefällt mir richtig gut. Okay, was haben wir dann noch? Drehpunkt, genau dieses Geräusch macht der Gleiter, wenn er aufgeht, ansonsten ist er richtig leise, gefällt mir total, er sieht hier ein bisschen groß aus, aber im Spiel fällt das überhaupt nicht auf. Dieser Gleiter ist richtig geil gemacht, er ist jetzt nicht der über-drüber Gleiter, aber für ein dezentes Spiel ist er richtig, richtig gut. Was haben wir hier, den Überholer, ja, ich finde diesen Skin geil, die weibliche Variante gefällt mir mehr, er ist schon in Ordnung, für 1500 V-Bucks kann man sich das auf jeden Fall gönnen, das Backblink sieht auch in Ordnung aus, ich fände es geiler, wenn es ohne diesen Rucksack wäre, nur das Schwert an ihm dran, aber gut, ja, man kann ja nicht alles haben. Die weibliche Variante habe ich mir geholt diesen Winter, gefällt mir richtig gut. Rennfieber heißt sie, richtig geiler Skin, richtig nice. Also ich kann da nichts aussetzen an diesem Skin. Das Backbling, ja, genau das gleiche Spiel, ohne Rucksack wäre das geiler gewesen, nur das Schwert dran, aber ist in Ordnung. Mhm. Weiße Böe, ja, da bin ich immer noch im Überlegen. Ich weiß nicht, ich habe mir dieses Motorrad nicht geholt, aber ja, ich überlege es mir noch, eventuell. Ist eine coole Geschichte. Gut, hier haben wir Einsicht, gefällt mir auch gut. Ist jetzt nicht der mega überdrüber Skin, aber ich glaube, den werde ich mir gönnen. Der sieht schon richtig gut aus. Das Backbling gefällt mir gar nicht. Ist halt alles Geschmackssache, ist klar. Mir taugt es nicht, aber ist in Ordnung. Okay, was haben wir hier? Libre, da haben wir gestern den Skin dazu gehabt. Die Dynamo, keine Ahnung, wie sie jetzt ausgesprochen wird. Der Gleiter ist in Ordnung, er haut mich jetzt nicht mega vom Hocker, aber er ist in Ordnung. Die Flügel finde ich nice. Also wenn es die Flügel nur gegeben hätte, hätte ich auf jeden Fall zugeschlagen. Mit dem Gleiter, ja, okay, ist in Ordnung. Wackelquatsch, ein neues Emote, schauen wir uns das mal an. Bada. Gefällt mir. Ey, geil, Leute. Richtig geil, hole ich mir. Richtig coole Geschichte. Hammer, hammer, hammer hart. Cool, gefällt mir. Hack, Hack, wie auch immer. Oh. Ist mir viel zu laut, aber ja, von der Größe her passt das Teil, aber ist mir viel zu laut. Würde ich mir nicht holen wollen. Was haben wir hier? Twist? Ja, finde ich nice. Das ist ein cooles Emote. Also die Melodie finde ich cool. Die Bewegungen, ja, sind auch in Ordnung. Das ist ein cooles Emote. Hm? Und was haben wir hier? Die Dominatorin. Die haben wir letztens, glaube ich, im Shop gehabt. Die ist in Ordnung, gefällt mir, würde ich mir auch holen. Ja. Gefällt mir. Werde ich mir nicht holen, aber würde ich mir holen, wenn ich jetzt 800 V-Bucks hätte. Nein, Spaß. Also ich würde sie mir holen, aber werde sie mir nicht holen. Ist schwer zu verstehen. Ist aber genau so, Leute. Gut, also wie gesagt, Instinct, Reflex findet ihr unten im Ingame, samt ihrer Spitzhacke, Winkelhacke und des Hängegleiters Drehpunkt. Und dazu findet ihr auch heute noch im Laufe des Tages, obwohl dieser Skin jetzt nicht mehr im Shop ist, er wird aber wieder in den Shop kommen, werde ich euch auch noch den Skin Schlenki in einem In-Video zeigen. Es ist schon fertig gedreht, aber wie gesagt, mein Rechner hat gesponnen, ich konnte es nicht hochladen. Ja, keine Ahnung. Sorry, Leute, ich heule heute richtig, richtig viel, aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. Wenigstens wisst ihr, was jetzt Sache ist. Okidok, also wie gesagt, Schlenki kommt auch noch. Nicht verzagen, es wird heute im Laufe des Tages kommen und es kommen die Anprobevideos der neuen Skins mit den alten Rucksäcken und mit neuen Rucksäcken und bla 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 bla. Okay, so, habt einen geilen Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.